Hallo, in diesem Video werde ich zeigen, wie man die Kindersicherung auf dem Smartphone eines Kindes mit Hilfe des kostenlosen offiziellen Google Family Link Dienstes einrichtet. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Auch wenn Ihr Kind bereits ein Smartphone verwendet, denken Sie wahrscheinlich darüber nach, wie Sie es sicher und nützlich machen können. Das Internet, das neben den notwendigen Informationen oft unbrauchbar ist und wenn wir über Kinder sprechen, ist es völlig unerwünscht. Websites mit Inhalten für Erwachsene, Fotos und Videos von Gewaltszenen und verschiedenen dummen Nachrichten. Neben dem Internet gibt es auch Spiele, an die man sich gewöhnt und die man am Telefon beschäftigt. Weiter im Video werde ich zeigen, wie Sie Einschränkungen auf dem Android-Gerät des Kindes konfigurieren können, welche Funktionen für die Verfolgung von Aktionen, die Geolokalisierung und andere nützliche Funktionen der Google Family Link-Anwendung verfügbar sind. Mit dieser Anwendung erhalten Sie eine umfangreiche Liste von Optionen zur Überwachung der Aktionen des Kindes auf einem Smartphone. Aktivieren der Kindersicherung für Android mit Family Link. Das Programm besteht aus zwei Modulen für Kinder und Eltern. Um die Version für Kinder zu installieren, muss das Gerät über Android Version 7 oder höher verfügen. Einige Geräte mit Android 5 oder 6 sind möglicherweise auch mit Family Link kompatibel. Dies wird auf der offiziellen Webseite angegeben. Die Liste dieser Geräte finden Sie jedoch nicht hier. Die übergeordnete Version wird auf Geräten ab Android 4 und 4 unterstützt. Auf beiden Geräten muss ein Google-Konto eingerichtet sein. Wenn das Kind kein Konto hat, muss es erstellt werden. Bei der Einrichtung müssen beide Geräte mit dem Internet verbunden sein. Sie müssen beide Geräte haben, um konfigurieren zu können. Wir installieren auf unserem Telefon Google Family Link für Eltern und One Google Family Link für Kinder auf dem Telefon des Kindes. Sie können Ihr Android-Gerät mit dem iPhone steuern. Im App Store ist nur die übergeordnete Version verfügbar. Wir starten das Programm. Die Anwendungsfunktionen werden auf dem Startbildschirm angezeigt. Klicken Sie auf Start. Wir geben ein Konto an und wählen aus, wer dieses Telefon verwenden werden soll. Weiter beginnen. Wir geben an, ob das Kind ein Konto hat und gehen Sie zum Gerät des Kindes. Installieren Sie die Version für Kinder auf dem Telefon des Kindes. Wir wählen dieses Gerät Google-Konto. Geben Sie den auf Ihrem Telefon angezeigten Code ein. Geben Sie das Passwort für das Konto des Kindes ein. Weiter und dann beitreten. Auf dem Gerät des Elternteils wird eine Anfrage angezeigt. Möchten Sie die Kindersicherung für dieses Konto konfigurieren? Überprüfen Sie, was ein Elternteil mit der Kindersicherung tun kann und klicken Sie, wenn Sie damit einverstanden sind, auf Zulassen. Aktivieren Sie den Family Link Manager Profi Manager. Geben Sie einen Namen für das Gerät und zulässige Anwendungen an. In Zukunft können sie geändert werden. Damit ist die Einrichtung abgeschlossen. Nachdem Sie erneut auf Weiter geklickt haben, wird auf dem Gerät des Kindes ein Bildschirm mit Informationen darüber angezeigt, was Eltern überwachen können. Wählen Sie auf dem übergeordneten Gerät im Bildschirm Filter und Steuerungseinstellungen die Option Kindersicherung konfigurieren aus und klicken Sie auf Weiter, um die grundlegenden Sperreinstellungen und andere Parameter zu konfigurieren.
Ein Bildschirm mit Kacheln wird geöffnet. Der erste Bild, die Einstellungen und der Rest enthält die grundlegenden Informationen zum Gerät des Kindes. Im Element Einstellungen unter den Einstellungen für die Kindersicherung gibt es folgendes: Aktionen von Google Play, Festlegen von Einschränkungen für Inhalte aus dem Play Store, anschließend Blockieren der Installation von Anwendungen, Herunterladen von Musik und anderen Materialien. Genehmigung von Einkäufen, Inhalte, alle Einkäufe nur in App-Käufe und Bestätigungen sind nicht erforderlich. Begrenzen Sie Spiele nach Alter, Zugriff auf Bücher verweigern und das Verbot von Liedern. Filter in Google Chrome, Filter in der Google-Suche Einstellungen zum Blockieren unangemessener Inhalte, Websites blockieren. Sie müssen zu blockierenden Sites hinzufügen oder erstellen Sie eine Liste der verfügbaren. Android-Anwendungen aktivieren und deaktivieren Sie den Start bereits installiert Anwendungen auf dem Gerät des Kindes. Sie können ein Zeitlimit für die Verwendung der Anwendung blockieren oder festlegen. Standort. Aktivieren Sie diese Option, um den Standort des Geräts des Kindes zu verfolgen. Informationen werden auf dem Link, Family Link Hauptbildschirm angezeigt. Kontoinformationen, Informationen zum Konto des Kindes. Sie können die Daten, das Passwort oder das Konto vollständig löschen. Andere Einstellungen einrichten, der Foto veröffentlichen, die Möglichkeit, Fotos in Google Fotos freizugeben. Kontoanmeldeeinstellung. Bitten Sie um Erlaubnis, wenn ein Kind versucht, sein Konto einzugeben. Verfolgen von Aktionen bei Google-Einstellungen zum Speichern von Informationen über die Aktivitäten des Kindes durch Anmelden bei Ihrem Konto. Es gibt zusätzliche Einstellungen auf dem Hauptsteuerungsbildschirm. Hier können Sie die Zeit für die Verwendung des Telefons einstellen. Sie können die Ruhezeit einstellen, zu der die Verwendung des Telefons nicht verfügbar sein wird. Wenn Sie das Telefon zu diesem Zeitpunkt abheben, wird das folgende Fenster angezeigt. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Komm morgen zurück. Stellen Sie die Zeit ein, nach der das überwachte Gerät blockiert wird. Und auf dem Bildschirm wird die folgende Inschrift angezeigt. Nach dem Blockieren bleibt die Fähigkeit zum Tätigen von Anrufen bestehen. Sie müssen nur den Notruf auswählen. Mit der Schaltfläche Einstellungen auf der Karte mit dem Gerätennamen können Sie individuelle Einschränkungen für ein bestimmtes Gerät aktivieren. Verbietet des Hinzufügens und Entfernens von Benutzern, Installieren von Anwendungen aus unbekannten Quellen, Aktivieren des Entwicklungsmodus sowie Festlegen der Standortgenauigkeit, Anwendungsauflösung, Aktivieren der Bildschirmsperre und Festlegen eines neuen Kennwortes und Zurücksetzung der Einstellungen. Es gibt auch ein Play-Signal-Element, mit dem das Gerät klingelt. Wenn Sie zum Familiengruppenfenster zurückkehren und das Menü öffnen, werden die folgenden Elemente angezeigt. Der Name des Kindes, dessen Gerät Sie steuern. Im Abschnitt Familiengruppe können Sie einzelne zweite Elternteil oder ein anderes Kind hinzufügen. Anfragen, bei denen Sie alle Anfragen des Kindes nach der Erlaubnis bestimmter Funktionen sehen. Unter dem Punkt Kindersicherungscode befindet sich ein Freischaltcode für das Gerät eines Kindes ohne Internetzugang. Wie Sie sehen können, haben die Codes eine begrenzte Gültigkeitsdauer und werden ständig aktualisiert. Hier können Sie auch Benachrichtigungen konfigurieren. Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Kinder neue Anwendungen vom Markt herunterladen, wenn Sie versuchen, die Site an einem Browser zu entsperren oder Einstellungen zu ändern. Der nächste Abschnitt enthält Tipps für Eltern. Wenn Sie draufklicken, wird ein Browserfenster mit Tipps geöffnet. Wenn Sie Probleme mit dem Programm haben, öffnen Sie die Hilfe. Möglichkeiten auf dem Gerät des Kindes und Aktivierung der Kindersicherung. Die Anwendung auf dem Telefon des Kindes enthält nicht viele Funktionen. Einer der wichtigsten Punkte zur elterlichen Kontrolle. Hier gibt es unter anderem eine detaillierte Beschreibung der Fähigkeit der Eltern, Grenzen zu setzen und Aktionen zu verfolgen. Tipps, um Eltern davon zu überzeugen, Einstellungen zu ändern, wenn die Einschränkungen zu streng sind. Die Implementierung der Kindersicherung in der Google Family Link App ist ziemlich gut, ohne dass Tools von Drittanbietern erforderlich sind. Alle notwendigen Optionen finden Sie hier. Möglich,
Mögliche Schwachstellen werden ebenfalls berücksichtigt. Sie können ein Konto nicht ohne Erlaubnis oder Ändern vom Gerät eines Kindes löschen. Wenn Sie den Standort aktivieren, wird es automatisch wieder aktiviert. Unter den Mängeln kann Folgendes unterschieden werden. Es gibt keine Möglichkeit, App-Geräte zu verwalten und Einschränkungen festzulegen, ohne eine Verbindung zum Internet herzustellen. Bei einigen Telefonmodellen ist das Telefonieren nach dem Blockieren nicht verfügbar. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und Daumen hoch. Stellt eure Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.